In diesem Video möchte ich von einer Situation erzählen, in der ich feststellen musste, dass ich trotz des Physikstudiums im Alltag manchmal sehr unwissenschaftlich vorgehe. Warum möchte ich das Ganze erzählen? Nun ja, erstens, damit ihr die Chance habt, meine Fehler nicht zu wiederholen. Zweitens, um eine technische Anwendung vorzustellen, die viele altbekannte und sehr einfache physikalische Prinzipien so kombiniert, dass es mich immer noch begeistert. Und drittens, um es zu motivieren, uns mit diesen physikalischen Prinzipien auseinanderzusetzen. Die Geschichte trägt den Titel Ein Familienausflug nach Niederfinow oder wie ich mich als Physiker total blamierte. Niederfinow ist eine kleine Gemeinde, die in Brandenburg etwa 60 Kilometer von Berlin entfernt liegt. In der Geschichte kommen vier Protagonisten vor, einmal ich, meine Frau, mein Schwager und meine Schwägerin. Meine Frau und ich haben die beiden in Berlin besucht und irgendwann im Laufe des Besuchs kam der Vorschlag, nach Niederfinow zu fahren. Der Vorschlag sorgte mehrheitlich für Begeisterung. Ich selbst allerdings wusste damit nichts anzufangen und dachte sogar zuerst, dass wir in ein Aquazoo gehen werden, da ich Nildelfino verstanden habe. Man hat mich aber aufgeklärt, wie es ausgesprochen wird, und dass es sich dabei um ein Schiffshebewerk handelt. Da ich mit dem Begriff Schiffshebewerk immer noch nichts anfangen konnte, habe ich höflich um eine genauere Erklärung gebeten und dann hieß es ist eine Art Aufzug für Schiffe. An dieser Stelle habe ich äußerst unwissenschaftlich gehandelt und habe eine Technik beurteilt, ohne dass ich mich mit ihr auseinandergesetzt habe. Blöderweise habe ich meinen Urteil auch direkt mitgeteilt. Auf dem Weg nach Niederfinow habe ich dann auch einen Vortrag gehalten, in dem ich vielleicht das eine oder andere Mal die Kompetenz der Erbauer dieser Anlage in Frage gestellt habe. Nach einer Führung durch das Schiffshebewerk habe ich meine Meinung dazu nun leicht geändert. Leider ist es den anderen auch aufgefallen, dass ich auf dem Rückweg die Technologie geringfügig anders bewertet habe und bis heute werde ich von ihnen in unregelmäßigen Abständen daran erinnert. Ich versuche zu erklären, warum ich mich so darüber ärgere. Zuerst müssen wir aber verstehen, wozu ein Schiffshebewerk nötig ist. Also, ein Teil unseres Transports erfolgt über sogenannte Wasserstraßen. Damit sind Flüsse und Kanäle gemeint. Nun kann es natürlich sein, dass zwei Wasserstraßen in unterschiedlichen Höhen liegen und ein Schiff muss diese Höhe irgendwie überwinden. In den meisten Fällen werden dafür sogenannte Schleusen verwendet. Wir sehen hier eine stark vereinfachte Darstellung. Die blauen Quader stellen zwei Wasserstraßen dar und die grauen Elemente sind dann die Schleusentore. Nun funktioniert es folgend: Ein Tor geht auf und ein Schiff kann in das Innere der Schleuse geraten. Dann wird das Tor wieder zugemacht und über ein Ventil wird das Wasser in die Schleuse hineingelassen. Der Wasserspiegel steigt an und hebt das Schiff an. Wenn man die erwünschte Höhe erreicht hat, wird die Wasserzufuhr unterbrochen und das Tor wird wieder aufgemacht. Nun kommen wir dazu, wie ich mir ein Schiffshebewerk vorgestellt habe und möchte an dieser Stelle nochmal betonen, dass diese Vorstellung nicht der Wahrheit entspricht. In meiner Vorstellung war die Anlage gelb lackiert, um besser erkennbar zu sein. Ich dachte, dass die Schiffe in so einen Aufzugsschacht reinfahren und dort angehoben werden. Nun müssen die irgendwie zu der anderen Wasserstraße gelangen und dann habe ich mir das so vorgestellt, dass dieser ganze Aufzugsschacht bewegt werden muss. Und diese Konstruktion hätte natürlich gegenüber einer Schleuse viele Nachteile. Es werden sehr viele starke Motoren benötigt und die Anlage benötigt deutlich mehr Platz. Und die Schiffe müssten in dem Schacht irgendwie stabilisiert werden, um nicht umzukippen. In Wirklichkeit ist das Schiffswasserwerk gar nicht gelb, außerdem wird damit eine viel größere Höhe überwunden. In Niederfinow beträgt diese 36 Meter. Ein weiterer Unterschied ist, dass sich in dem Aufzugsschacht selbst eine Schleuse befindet. Wenn ein Schiff sie passiert, wird es gemeinsam mit einem Wasserbecken angehoben. Auf den ersten Blick entsteht sogar ein Eindruck, dass diese Anlage sogar noch ineffizienter ist als die aus meiner Vorstellung, da eine viel größere Masse angehoben werden muss. Tatsächlich aber ist die Verwendung des Wasserbeckens eine geniale Idee, die viele Probleme gleichzeitig löst. Hier kommen ein paar Eckdaten zu der Anlage in Niederfinow. Es wird hier ein Höhenunterschied von 36 Metern überwunden. Das Anheben dauert 5 Minuten. Die Anlage ist seit dem 21. März 1934 in Betrieb
und eine neue Anlage soll 2025 eröffnet werden. Das Wasserbecken hat eine Masse von 4.290 Tonnen und die Gesamtmasse der Anlage liegt bei 14.000 Tonnen. Angetrieben wird die Anlage von 4 Elektromotoren mit einer Leistung von je 55 Kilowatt. Das bedeutet, wir haben eine Gesamtleistung von 320 Kilowatt und wenn wir das in PS umrechnen, liegen wir bei 435. Hier noch ein Foto. Das hier ist die Anlage, die seit 85 Jahren in Betrieb ist und dort wird die neue Anlage gebaut. Das Foto ist noch relativ alt, die Anlage sieht mittlerweile tatsächlich so aus, als ob sie 2025 in Betrieb genommen werden kann. Womit müssen wir uns also befassen, um die Anlage verstehen zu können? Also zuerst das Thema Kräfte wie Schwerkraft und die Auftriebskraft und so weiter. Dann ein großes Thema Energie und Leistung. Damit können wir etwas zu Kosten bzw. Effizienz von der Anlage sagen. Und dann müssen wir uns natürlich mit dem Wasserdruck und Auftrieb beschäftigen. Es geht ja nämlich um Schiffsfahrt.